Ja. Super geil. Okay, na, wo du überall deine Finger im Spiel hast, wie organisierst du dich selber? Gehen wir mal tatsächlich, bist du so ein Evernotler und einer, der sich alles aufschreibt? Oder wie schaffst du das, all diese, weil du hast wirklich tolle und viel, ich meine, ich bin ja auch so ein Verrückter, aber ich krieg's irgendwie hin und habe jetzt noch nicht so viel Unternehmen parallel und bei mir wird es schon schwierig und mache das aber nur für mich und privat mehr oder weniger, versuchen wir jetzt auch was aufzubauen, aber auf einem anderen Level noch, wie du jetzt schon stehst. Wie organisierst du dich aktuell? Wie bekommst du und dann auch noch eine Frau und eine tolle auch noch? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ja, aber jetzt frage ich, also. Also ich glaube, das ist, ich war schon immer, und das ist Teil meiner Identität, ich war schon immer jemand, ich habe es geliebt, Und du mehrere ruhst ja so in dir, du bist ja der Buddha vor dem Herrn. Ja, das wirkt auch manchmal nur so. Wirkt nur so, okay. Also Also innen Buddha und einer außen Buddha und innen. ich mag vielleicht die Körperfülle eines Buddhas haben. Nee, auch die liebe Ausstrahlung. Ich mag die einfach so. Ich find die richtig lieb und überhaupt nicht jetzt aufbrausend bös oder gehässig gegen andere Leute oder so, sondern wirklich einer, der integer ist und wenn der was sagt, dem glaube ich es auch. Also wenn du was sagst, dir glaube ich es auch. Ich sag mal so, es gibt aber einen Haufen auch an Situationen, wo ich mit Zweifel zu kämpfen habe. Und es gibt einen Haufen an Situationen, Sowas mag auch dem einen oder anderen einmal ja. passieren, ja. Ja. Oder wo ich vielleicht nur den Anschein erwecke, dass ich in mir total ruhe. Also es gibt viele Situationen, wo das gar nicht der Fall ist. Ja, okay, aber in diese versuche ich dich ja nicht zu bringen, also deswegen. Ja, das ist schon okay. Aber das ist, wie ich mich selbst organisiere, das ist mal das eine, ich hab irgendwie so ein Gen in mir, dass das funktioniert. Es ist irgendwie da. Ich kann Toller Glaubenssatz. Das ist was, liebe NLPler da draußen, zu modellieren. Ja, also das geht einfach. Passt. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf. Ja, von wegen. Ja, das ist Die schon. roten Härchen hast du abrasiert. Ja, das ist schon. Aber es ist schon so, also irgendwie. Schon? Das ist definitiv so. Und ich habe immer irgendwie, ich habe manchmal, zu einem habe ich mal gesagt, ich kann nicht klein. Ah, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Ja, eben. Warum Mini? Gleich den großen Tesla, ja? Ja. Aber hast du tatsächlich so im Daily Business, wie organisierst du dich da jetzt tatsächlich? Also hast du irgendwelche Tools, die du mit deiner Mannschaft, weil du hast jetzt ein relativ großes Team und dann hast du den Fuß in dem einen Unternehmen, dann hast du deine Privatberatungen, hast viele, viele, viele Klienten und wie schaffst du das? Also, Und dann eben auch noch Familie. was definitiv der Fall ist, also Evernote und irgendwie diese Zusatzprogramme, die es da irgendwie gibt, solche benutze ich gar nicht. Ja. Merke ich, gehe gar nicht an mich dran. Was ich mache ist, zum einen, ich laufe immer mit einem schwarzen Buch rum und notiere mir eine Menge. Das habe ich immer irgendwie dabei und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann mir auch einen vernünftigen, teuren Füller gekauft habe, weil ich einfach sehr viel schreibe. Ich habe so jedes Jahr so ein bis zwei Bücher, die ich irgendwie vollschreibe und wo ich mir meine Notizen und meine wichtigen Sachen reinmache, das ist das eine. Das zweite ist, ich bin sehr froh, dass ich zwei, drei Leute habe, die auch ein Stück weit auch Herr meines Kalenders sind und mich mitorganisieren. Okay. Und sich auch da kümmern, weil ich glaube, das würde ich alles gar nicht so auf die Reihe kriegen. Und ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, irgendwie, vielleicht ist es momentan noch der Fall, ich weiß nicht, wie das in 10, 15 Jahren sein wird, aber Es wird immer besser. ich, ja, das wahrscheinlich ist es das, aber ich Also merke. meine Grundeinstellung, the best is yet to come. Also das ist einer meiner tiefen Glaubenssätze von Herzen. Das Beste kommt noch. Sei überzeugt davon. Mir redet da nicht irgendein Bullshit ein. Zieht ihn nur runter. Ja, das meine ich gar nicht damit, sondern ich merke einfach noch, ich kann mir auch noch eine Menge merken. Ja, das bleibt und wird besser. Ja. 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 Psst. Ja. Shut the fuck up, shut the Ja. fuck up. Ja, schalt den Blödsinn im Programm, das wird anders. Was soll da anders werden? Nee, Das kann ich. nee, nee. Das wird nur durch die Übung wirst du ja noch besser. Das Hirn trainiert. Genau. Ey, da habe ich doch noch irgendwas machen können, was dir hilft. Ciao. Super. Ja. Sehr schön. Also, ja. Okay, und das ist einfach, du lagerst dann doch wieder aus, mehr oder weniger, und hast du dann bestimmte Schedules und Termine die Woche, wo ihr euch dann zusammenrätst, oder ist dein iPhone da ein Heiligtum, oder? Also wohl auch. Also ich habe
ganz viel, es läuft ganz viel über Kalenderfunktionen, Spontantermine, Telefonmeetings und also das ist schon alles sehr komplex, aber es funktioniert. Und Familie, ja, du hast vollkommen recht. Dadurch, dass ich jetzt das zweite Mal verheiratet bin, ich habe aus meiner ersten Ehe habe ich vier wunderbare Kinder. Das wäre noch eine Frage gewesen, die wollten nicht zu persönlich werden, aber wie alt sind die? Der Älteste ist 13, ja. Der wird jetzt 14 in diesem Jahr noch und der ist der Mittlere da und ich habe Zwillingsmädchen, die werden dieses Jahr noch 9. Okay, aber aus der ersten Ehe noch? Ja, ja, okay. Aus der ersten Ehe und die wohnen bei der Mama? Ja, wir wohnen alle im gleichen Ort miteinander. Das ist so Luftlinie, wir können so fast Haus auf Haus gucken. Macht's einfach. Kann aber brandgefährlich sein, oder? Ja, aber es ist schon, ich sag mal, es war für mich in den ersten Jahren, ich bin getrennt seit 2009, es war schon ein logistischer Aufwand, Kinder, Papa-Rolle, Unternehmer sein, viel unterwegs, das alles so zu bauen, dass das auch alles passt. Und das hat alles in diesem Haus. Genau, und in den letzten Jahren hat sich das gut bewährt und wir haben da gute Wege gefunden. Kinder sind oft hier und das funktioniert, aber es ist nicht logistisch unanstrengend. Aber so ist es. Es ist meine Rolle und die will ich auch. Passt. Mit der aktuellen Frau noch kein Kind? Nee. Also aktuell ist jetzt 2016. Ich sag mal, wir sind... weiß nicht, gell, wenn Sie das jetzt anschauen zu Hause, wenn es jetzt 2018 ist, vielleicht hat er schon 3 Kinder. Nö, also ich glaube, das Thema, ich sag immer, ich habe meinen Soll mit 4 Kindern erfüllt. 007 habe ich mal wo gelesen. Meine Frau hat selber 2 Kinder, die sind 18 und 16. Und wir sind an bestimmten Wochenenden, haben wir eine Patchwork-Family, wo wir hier mit 6 Kindern am Tisch sitzen, dann sind vielleicht noch die Großeltern da, ist völlig in Ordnung. Also das Thema ist, glaube ich, auch durch jetzt an der Stelle. Okay, okay, okay. Und dann ist das Thema dein Privatleben auch durch an der Stelle, ja. Ich möchte da nicht zu sehr überborden hinweg, ja. Aber was noch spannend wäre, tendiert ein Kind oder vor allen Dingen auch die Älteren deiner Frau, dahin auch in diesen Marketingbereich mit einsteigen zu wollen? Nee, also das ist, zeichnet sich momentan gar nicht. Das wäre jetzt nicht der schlimmste Hacken da jetzt beim Papa. Also ich würde es kongenial finden, von so einem wie dir lernen zu können und da wirklich einmal reinzuschnuppern aus der Perspektive. Ich glaube, ich würde, wenn, also momentan zeichnet das sich gar nicht ab, aber ich glaube, wenn einer meiner Kinder meint, er könnte sich das vorstellen, würde ich, glaube ich, erstmal dafür sorgen, dass er sich woanders Erfahrung und die Hörner abstößt, als wie in Papas Company. Klar, die Kontakte bei dir sind jetzt auch nicht die schlechtesten, dass du jemand anderen finden würdest. Ja, das ist schon so, aber ich sag mal, wo es einfach darum geht, zu sagen, es ist, glaube ich, gut, vielleicht nicht gleich bei Papa in die Company mit einzusteigen, sondern vielleicht erstmal selber zu gucken und selber an anderen Stellen Erfahrung zu sammeln und. Wie sich das dann weiter zu abzeichnen, ist ein anderes Thema. Wenn jemand ein Personal Brand, also jetzt können wir wieder, deine Familie, wunderherrlich, scheint ganz wunderherrlich zu sein. Vielleicht kriege ich sogar das eine oder andere Foto, das ich einblenden kann, von der Hochzeit zum Beispiel oder so. Na klar. Man weiß ja nicht, gell? Ich sag's, stell es jetzt nochmal so als Frage in den Raum. Okay. Also dann würde es jetzt eingeblendet.